What is up, YouTube? Iron Gamers. 5 Stunden Probespielen ohne Whitelist. What the fuck? Man kann erstmal 5 Stunden sich die Latte abtrollen und dann erst Whitelist. Also wenn das nicht der geilste Trolling für mich der Welt... Und nicht mal auf den Discord muss ich. Ey, Jungs, jetzt kommt mal. Jetzt müssen wir mal hier zum Punkt kommen, Jungs. Das ist doch Quatsch, wenn man mal ehrlich ist. Das ist doch Quatsch. Oder findet ihr nicht, dass das Quatsch ist? Ja. Mal aus dem Weg, Fettsack. Ich hab Hunger, Jungs. Wie geil wäre das, wenn ich irgendwann meine eigenen Frosted Flakes rausbringe? Was würdet ihr dazu sagen? Galgos? Frosted Galks? Irgendwie sowas? Leute, by the way, mein Zweitkanal, ich mache da wieder Videos. Ich gehe auf jemanden, der meine Videos faked. Der soll den Scheiß lassen. Hör auf damit. Damn! Leute, willkommen bei meinem GTA-RP-Tuning-Treff. Leute, willkommen. Nee, ist zu der Scheißladen. Ja. Oh. Nervin. Abend. Was macht denn so eine Powerfrau wie Sie hier am Straßenrand? Am Warten alleine oder was? Warten auf jemanden, der mein Auto repariert. Warzen, okay. Ja, ja, ich warte. Oh, Dornwarze, okay. Hier mit dem Auto. Hier ist eine Panne oder was? Ja, Panne. Aber warte, ich mach mir mal eben eine Zigarette an, falls die nicht stört. Leco mio, ey. Alles gut. Ich wollte auch angerufen. Der meinte, der kommt schnell in 30 Minuten, verstehe ich. Hat er das gesagt? Ja, so ähnlich. Ja, da würde mir schon längst der Kackstift gehen, bin ich ehrlich. Ich komme schnell in 30 Minuten. Gut. 30 Minuten, ne? Ist ein kurz, ne? Kurz ist relativ. Okay. Ah, Mann. So ist das Leben. Kann man nichts machen. Ich kann sie nicht zufällig irgendwo mitnehmen? Nein, danke. Alles gut. Ich muss ja warten, dass das Ding hier auch, sich bewegt. Es müssen ja auch Leute gerettet werden, ne? Immerhin. So ist es. Aber dafür habe ich meine Kollegen momentan. Weißt du, wo hier die meisten Leute so ihre Zeit verbringen? Ich bin hier gerade, schlender hier ein bisschen herum, habe noch keinen getroffen. Und wenn eine Bar oder so auf hat, findet man da auf jeden Fall wen, glaube ich. Eine Bar? Da kann man Drinks zischen hier, oder was? Natürlich kann man hier Drinks zischen. Ach, geil. Da muss ich die später mal auf ein kühles Blondes einladen. Ein kühles Blondes? Okay, so ist es. Ich würde sagen, hol ich mir gleich ein Smartphone, ne? Und wenn du dann noch da bist, dann lade ich dich auch ein kühles Blondes ein, ne? Wenn ich da... Und ein kühles Blondes ein, ne? Ja, aber gerade kann ich nicht saufen, dann bin ich im Dienst. Und ein kühles Blondes. Dann bin ich im Dienst, geht gerade nicht. Und ein kühles Blondes, ne? Ja. Okay, ja. Haust da rein. Ja, genau. Ja. Ich hatte das Gefühl, sie wollte was von mir. Da war so ein kleines Gefühl. Finde ich. Muss man nicht fühlen. Ich finde das aber so. By the way, Jungs, ey, wenn ich schon mal dabei bin, Glenn Meyer Merch. Bald kommen neue Sachen in den Shop. Hoodies, Beanies. Seid da auf jeden Fall gespannt. Und das wird... Der Beanie wird einfach nur verrückt. Der wird einfach nur geisteskrank. Ja, ja, ja. Junge, die steht da immer noch. Ja, war schon Lage. Ei, ei, ei. Soll ich dich fahren? Nee, alles gut. Ich werde schon abgeholt. Danke für die Nachfrage. Ja. Bis gleich. Alles Klärchen, Propärchen, ne? Dann... Wünsche dir genau. Noch viel Spaß. Danke, danke. Ich warte hier nur. Welches alte Scheißhaus holt dich heute ab? Das weiß ich noch nicht. Den Wagen aber nächstes Mal bitte nicht so dicht auf der Straße parken, ne? Ach, das ist... Ja, mehr bewegen ging nicht. Ja, nächstes Mal nicht so dicht an der Straße, ne? Sonst gibt's Ärger. Ja, ja, natürlich. Ne, aber jetzt ehrlich, ne? Nicht so nah, ne? Mehr kann ich auch nicht machen. Mehr bewegen geht nicht, sonst... Dann sind sie aber selber schuld. Nächstes Mal bitte, ne? Mehr da, weil dann ist die Straße auch frei, mein Gott. Ja. Jetzt machen sie endlich einen Abflug. Sind sie Polizist, sind sie Polizist oder habe ich das nicht mitbekommen? Ja, bin ich. Und jetzt? Ah, sie sind Polizist? Ja. Oh, Mensch. Ja, hallo. Jetzt zack, rein in den Wagen und weg. Wie bitte? Weg. Guten Tag. Da bist du auch endlich mal da. Sie versperrt hier wie so ein Volldepp seit 2 Stunden die Straße und dir fällt nicht ein, jetzt mal früher zu kommen, du Depp. I beg your pardon? Nein. Erstmal beruhigen Sie sich, ja? Den ich Scheiß bin nur beruhige ich mich. Sag mal, bist du irgendwie auf den Kopf gefallen? Die Straße ist breit genug, dass Sie auch woanders lang. Ja, natürlich, aber ey, guck mal, wenn die alle schnappt, wie die ganze Straße versperrt. Sag mal, bist du auf deinen Kopf gefallen, einmal aufgehoben worden, wieder auf den Kopf fallen gelassen, dann wieder einmal oben drauf geschissen oder was? Mein Gott, ihr Vögel vom MD. Jetzt verpisst euch hier, bevor ich hier kompletten Radau mache. Scheiße, die Polizei kommt. Gui! Bevor es die Gui wird, muss ich hier kurz weg. Oh shit. Shit is about to get really gooey. Da bin ich gerade noch in der Situation entflohen. Oh shit. Damn. Oh shit, ich werde sofort abgefuckt und festgenommen. Einen wunderschönen, kann ich Ihnen helfen? Einen wunderschönen guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht. Das ist der Typ, der gerade Jamie angekackt hat. Naja, die Straße war ja 2 Stunden gesperrt wegen ihr. Also so ganz ohne Grund war das ja nicht. Ach so, und da haben Sie sich als Polizist ausgegeben, richtig? Nein. Ja, wurde mir so mitgeteilt. Sie stehen übrigens falsch mit Ihrem Fahrzeug. Ja, haben Sie recht, ist kein BMW, ne? Sonst dürfte ich überall stehen. Überall dürfen Sie schon mal ja nicht stehen. Naja, mit dem BMW schon. Aber egal, ja, packe ich den eben um und komme ich hier wieder zurück. Und, ne, den Köter können sie auch ruhig alleine packen. Da haben manche Leute Angst vor. What the dog doing? Den packe ich bestimmt nicht an alleine und reden sie so nicht über den Hund. Fluffy, ganz ruhig. Fluff, fluff, mach einen Abflug. Ey. Ja.
Junge, der Typ spielt Hunde-RP mit Hundesound, boah, das ist irgendwie blöd. Der hat darauf nur gewartet, dass jemand sowas sagt. Einfach nur, damit der auf seinem Soundboard drücken kann. Wie reden Sie überhaupt über meinen Hund? Was ist mit Ihnen los? Was ist denn mit Ihnen? Ganz gesund sieht der nicht aus, ne? Ja, Sie anscheinend auch nicht. Naja, ich habe keinen Haarausfall. Naja, Sie stehen hier mit einer quasi Vollglatzierung vor mir und wollen mir erzählen, Sie hätten keinen erblich bedingten Haarglatz, weil, ja klar, ekelhaft. Doch, wie kann man Ihnen jetzt helfen? Kollege, du kannst mir schon mal gar nicht helfen, weil mit dir rede ich nicht. Ich rede hier mit der Glatze, ne? Junge! Hör mal, was ist mit Ihnen? Aber abends, wir haben abends spät in der Nacht hier. Du stehst hier mit deinem Haarglatz, weil willst du mir hier irgendwas erzählen? Okay, Freundchen, Abflug. Ja, mach ich auch. Tschüss. Andere Richtung. Warum andere Richtung? Weil sie Autosteigen, wegfahren. Warum? Man kann mir bei... Was ist, wenn ich einen Notfall habe? Was, wenn ich einen Notfall habe? Dann darf ich hin. Gut, haben Sie einen Führerschein? Ja, den muss ich jetzt einmal kurz holen aus meinem Fahrzeug. Aus meinem Kfz. Mein Kfz steht da vorne. Ich werde mich einmal zu meinem Kfz begeben. Ja, machen Sie das. Alles klar, Glatze. Sie warten dann hier. Ich begleite Sie. Ja, oh, alles klar, können Sie auch machen. Ja, die Töle kann auch mitkommen, habe ich nichts dagegen. Ich habe sogar ein paar Snacks im Auto, ne? Mhm. Ja, haben Sie heute Morgen mit Peter Lustig geduscht, oder? Haben Sie heute mit Alpecin geduscht? Scheinbar nicht, weil Sie haben erblich bedingten Haarglatzfall. Ja. Ekelhaft übrigens. So sind wir am Kfz. So, dann einmal Ihren Führerschein. Genau. Im Punkto Führerschein muss ich Ihnen eine Sache sagen. Lecken Sie mir mal einmal den Arschblank. Den zeige ich Ihnen gar nicht. Runter vom Gehweg, Bitch. Leck mal jemand meinen Arsch. Ja, guten Morgen, Deutschland. Endlich habt ihr auch mal auf. Moin, was kann ich für euch tun? Sag mal, darf ich mal fragen, was du da den ganzen Tag gemacht hast? Bin hier schon dreimal vorbeigekommen, war keiner da. Arbeiten? Spätst du in der Freizeit hier am rum oder was? Wer sind Sie denn eigentlich? Hier, warum haben Sie denn so ein freches Mundwerk? Naja, frech ist das ja nicht, ne? Nur weil du keine Lust hast zu malochen, in deiner Freizeit lieber den Pimmelblo von deinen Kollegen da abholst. Ah ja, na gut, jetzt habe ich Zeit für Sie. Ja, ich brauche ein Kfz. Sorry. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, was das für ein Auto ist. Sag ich bitte. Jetzt werden Sie mal nicht so unverschämt. Ja. Weil sonst können sie zu einem anderen Autohaus, das sie beleidigen können. Ne, im Verkaufstalent sollten sie auf jeden Fall nochmal arbeiten, ne? Naja, an ihrer Kommunikation müssen sie auch nochmal arbeiten. Wissen Sie, ob hier zufällig irgendein Club, irgendein Etablissement geöffnet hat? Ja, und das Asgard hat geöffnet. Das Asgard. Okay, ja, dann machen lass mal hier den Wagen schnell eintüten, dass ich da nochmal einen Abstecher hinmachen kann, ne? Und das ein oder andere, ja, ich will ja nicht sagen, ne? Aber das ein oder andere mitnehmen kann, ja. Das ja. Auto kostet 34.000. Ja, mach einen Deckel drauf. Okay, dann muss ich mir den Schlüssel erst kurz organisieren vom Chef. Wo ist der Pimmel? Der ist unterwegs. Dann komme ich hier gleich nochmal hin und dann will ich einen Schlüssel sehen. Bis gleich. Ich brauche nochmal bitte Ihren Namen, damit ich auch schon meinen Vertrag und alles schreiben kann. Haben Sie einen Personalausweis eventuell? Einen Personalausweis wollen Sie. Den kriegen Sie gleich, wenn Sie den Wagen haben. Habe ich ja da. Ich brauche nur einen Schlüssel und kann ja schon mal einen Vertrag. Ja, den Vertrag machen Sie dann gleich, den Kontrakt. Ich schließe keinen Kontrakt, wenn der Wagen noch nicht mal hier einsatzbereit ist, ne? Sehen wir uns gleich. Der ist schon frech, alter Mann. Bleib mal stehen. Ich glaube, du brauchst mal eine gehörige Lektion. Jo, warum packst denn du jetzt eine Waffe aus? Weil du etwas zu frech bist und dein Mund zu weit aufmachst und du hattest vorhin schon eine Begegnung mit dem EMS gehabt wahrscheinlich. Nee. Dafür, dass sie das erste Mal hier sind, haben sie eine ganz schön dicke Fresse. An ihrer Stelle würde ich aufpassen, mit wem sie sprechen und wie sie sprechen. Okay. Sollte ich nochmal von irgendjemandem hören, dass sie ihr Mundwerk so weit aufgerissen haben, verspreche ich ihnen hoch und heilig, ihr Gehirn können seine Mann suchen gehen. Haben sie mich verstanden? Okay. Jetzt mach dich hier raus. Okay, ja, tut mir leid, da blieb mir mal einer den Pimmel, echt scheiße. Okay. Pimmel. Nein! Der hat noch geguckt, was ich für ein Auto habe. Ah, der kommt halt jetzt safe zu diesem Club, weil der weiß ja, dass ich da hin will. Aber egal. Hier scheint wohl ein Lokal zu sein. Oh, hier ist doch so eine Bühne. Das Polizeiauto. Die haben da die Bullerei. Haben die Polizei vorgeschickt. Die wollen mir an den Arsch. Die Missgeboten warten hier auf mich. Cyber. Oh, da ist keiner drin. Asgard. Beach Disco Club. Oh, shit. Hallo. Hier ist ja tote Hose, ne? Im Club. Aber wir haben heute gar nicht geöffnet. Erst ab Dienstag wieder. Hier ist ja wirklich, ich wollte schon sagen, das ist tote Hose, ne? Ja, ist ja auch zu. Ja, ne. Also hier würde ich nicht feiern gehen. Na gut, da mache ich mich mal wieder von dann, ne? Machen wir. Nee, du musst mal ganz kurz warten, bitte. Warum das? Wollt ihr mich mal kurz begleiten zum Auto? Mein Gott. Darf ich denn fragen, worum es geht? Ihre Identität feststellen. Okay. Deswegen folgen Sie mir bitte zu meinem Fahrzeug. Mit was für einer Begründung wollen Sie meine Identität feststellen, bitte? Nee, schwerer Eingriff im Straßenverkehr, der junge Mann. Und dann beleidigen Sie jede Person. Im Straßenverkehr? Richtig. Wie soll das aussehen? Wo? Und jetzt rede ich. Entweder folgen Sie mir jetzt in meinen Dienstwagen oder ich zwinge Sie mitzukommen. Haben Sie verstanden? Herr Kollege. Und so reden Sie nicht mit mir. Was wollen Sie von mir? Ich komme jetzt mit oder ich nehme Sie fest. Okay, aber dann würde ich gerne einmal... Das könnte ich jetzt aussuchen. Entweder kommen Sie jetzt freiwillig mit oder mit Handschellen. Ich komme freiwillig mit. Ja, der Köter geht schon mal vor, ne? Will er das Fahrzeug fahren oder was? Man könnte auch Hunde Auto fahren. Ruhig. So, dann bitte ich Sie mal zum Auto zu schauen, zur Motorhaube, genau. Umdrehen zur Motorhaube.
zur Motorhaube zu drehen, mit dem Gesicht zur Motorhaube. Ich kann Ihnen auch so mein Perso geben, ist das ein Problem? Ich möchte Sie durchsuchen. Meine Herren, Alter. Ich Zigarette aus. Wie Zigarette aus? Ich rauche mir eine. Zigarette aus. Sie sind hier gerade in der polizeilichen Maßnahme. Scheißegal, Alter. Umdrehen jetzt. Umdrehen, sofort. Umdrehen. Die Hände bitte nach oben. Gut, haben Sie irgendwelche spitzen Gegenstände, wo ich mich verletzen könnte in den Taschen? Nein, habe ich nicht. Ey, machen Sie mit den Handschellen nichts Schmuddeliges, ne? Wie mit Ihrem Götter hier. Also so, wie der auf Sie reagiert. Klappe halten. Einmal bitte hinten einsteigen. Jo. Na, wunderprächtig. Kommen Sie raus, nicht die Hohlbühne stoßen. Immer folgen. Wegen dem Bußgeldbescheid werde ich jetzt verhört oder was? Ja, klar. Aber Glatz auch wieder am Start, okay? Was ist mit Ihnen los? Was soll los sein, ne? Ich stehe hier, Sie stehen da. Haben Sie denn jetzt einen Führerschein? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Das geht mich also einen Scheißdreck an. Okay. Sag mal, Herr Martin, wie lange sind Sie denn schon hier? Oder wann sind Sie denn heute eingeflogen, wenn ich fragen darf? Das geht Sie einen Scheißdreck an. Und dafür, dass Sie gerade mal für 2 Stunden oder so gelandet sind, haben Sie ganz schön viel schwerer Eingriff im Straßenverkehr. Beleidigungen, Amtsanmaßungen. Stimmt nicht. Sie haben sich im Krankenhaus als Polizist ausgegeben. Ich war noch nie hier im Krankenhaus übrigens. Am Krankenhaus, habe ich gesagt. Am Krankenhaus war ich auch noch nicht. Alter, lecken Sie mich mal echt am Arsch. Nee, danke. So, und jetzt geben Sie mir bitte einmal Ihr Handy. Nein. Jetzt muss ich Sie festsetzen und Sie durchsuchen. Festsetzen? Mich bewusstlos geschlagen. 40 Minuten auf dem Boden. Ja, ey, Jungs, alles klar. Ich komme dann morgen einfach wieder. Dann können wir morgen weiter RP spielen. Ich warte einfach 40 Minuten auf dem Boden. Guten Morgen, der Herr. Ja. Das gibt eine fette Anzeige. Aber bitte liegen bleiben und nicht bewegen. Erstmal nicht aufregen. Ey, die Dame, klappe halt. Mit Ihnen rede ich gerade nicht. Hey, Fräulein. Wenn Sie weiter so reicht hier langsam. Halt Sie wirklich jetzt halt Sie die Schnauze, sonst schliebe ich Sie dir zu. Halten Sie die scheiß Klappe, die ich einfach nur gesagt. Halt die Klappe, habe ich gesagt. Verstanden. Ich will nicht wissen, wie heftig du die gerade in die Hose geschartet hast. Ah, locker, ja, da hast du so in die Hose geschartet, safe. Scharfen. Club Captain Einhorn geht das mal in die Zelle. Guten Tag, darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Dr. Batzbach. Ich bin hier die Psychiaterin und Psychologin der Insel. Kann ich Ihnen irgendwie beistehen? Sind Sie gut behandelt hier? Mir werden hier einfach Sachen unterstellt. Ich bin hier seit Stunden hier im Gefängnis. Darf ich Sie dann fragen, Herr Fred, warum Sie sich im Krankenhaus als Polizist ausgegeben haben? Die Psychiaterin selber checkt wohl auch nicht. Das wird einfach behauptet. Können Sie das beweisen? Können Sie beweisen, dass Sie mich nicht sexuell belästigt haben? Natürlich nicht, aber ich stelle ja die Behauptung auf. Ich muss das ja beweisen, nicht andersrum. Ich habe gehört, dass das auf der Überwachungskamera aufgenommen wurde. Auf der Überwachungskamera wurde das aufgenommen? Ja. Würde ich dann gerne einmal sehen. Also am Krankenhaus, falls Sie das gesehen haben, ich war auch noch nicht am Krankenhaus. Naja, wenn Sie natürlich zu einem anderen Bürger sagen, dass Sie ihn gleich umfahren und so. Ich habe davon. Das habe ich gar nicht. Wann habe ich das denn gesagt? Jetzt schon wieder hier. Wir werden das auf jeden Fall klären. Aber sind Sie bitte so freundlich und zügeln Sie sich den Herrschaften gegenüber und bitte auch unserem vierbeinigen Freund. Ach, das ist ein Köter, da kann ich reden, wie ich will. Der versteht doch eh nichts, der Idiot. Herr Fred, warum sind Sie eigentlich so aggro? Naja, wenn man Sie ohne Grund in den Knast stecken würde, ohne jeglichen Hand und Fuß, ohne irgendeinen Nachweis und Beweis, dann wären Sie doch auch ziemlich... Ich meine, Sie beleidigen jetzt gerade jeden und Sie geben gar keine Chance zur Kooperation. Ich bin hier ohne Grund schon seit einer Stunde im Knast. So langsam können Sie mich ja auch mit am Arsch lecken. Ich habe das Gefühl, ich werde verarscht. Also die normale Kommunikation ist mit dem Herrn von vornherein überhaupt gar nicht möglich gewesen. Ja, und HGL ist bei Ihnen nicht möglich, weil Sie eine Glatze haben. Das haben Sie sehr gut erkannt. HGL. Sie sind ja ganz schlaue Bursche. Lassen Sie mich einmal hier mit der alten Schachtel reden, alleine bitte unter 4 Augen und dann können wir das vielleicht nochmal weitersehen. Die Dame wird hier nicht alleine mit Ihnen reden. Woher wollen Sie wissen, wie alt ich bin? Also Sie fühlen sich schon als ein besonderer Schlaumeier, ne? Wenn ich Ihnen nicht irgendwie einen Schuh zuschieben kann, dann tut's mir leid. Aber... Machen Sie einfach einen Abflug. Ganz ehrlich, machen Sie Feierabend für heute. Hast du nur einen Chef mit? Ja. Allesamt könnt ihr Feierabend ankommen. Machen Deckel drauf. Tut mir leid, Herr Fred. Wir haben Ihnen ja vorhin aufgezählt, was wir Ihnen ankreiden. Da wären wir bei 20 Hafteinheiten. Die rechnen wir um in einer Geldstrafe. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Nämlich. Eine Bitte noch von mir. Ja. Wenn Sie ein bisschen freundlicher zu anderen Personen sind, dann kommen Sie auch viel, viel schneller aus irgendwelchen Maßnahmen wieder weg. Dann wünsche ich Ihnen trotzdem einen schönen Abend. Die Kollegen machen den Rest mit Ihnen. Jo. Einmal hier nochmal auf den Hund pissen hier. Auf den Hund pissen. Genau, auf den Polizisten auch nochmal pisse. Hat wir bewusst was vom Taser hier? Dürft den bei Ihnen jetzt nicht richtig? Er hat auf Fluffy gepinkelt, er hat versucht auf Rode zu pinkeln. Da hat dann Taser kassiert und dann habe ich ihn festgenommen wieder. Ich sehe gerade, dass Fluffy einer der Admins ist. Das Profil von Fluffy. Damn.
Und gleich wieder in die Zelle? Guck mal, Tür geht auf, könnt ihr gleich wieder reingehen. Fluffy, komm, der ist es nicht wert. Das ist ein dummer Mensch, der wird ausgewiesen. Ich werde ausgewiesen. Und der Hund darf hier bleiben, oder was? Der Hund geht hier einen Scheißdreck an, okay? Ist ein Dreckshund. Aber wissen Sie, was Sie für mich sind? Nö. Der letzte Abschaum. Selber. Sie haben kein Benehmen, sie haben keinen Anstand. Sie glauben, sie sind wunder, was für ein toller Typ. Dabei sind sie gar nichts. Lecken Sie mich am Arsch. Das hätten Sie gern, ich muss mir dein Beinchen mal angucken. Aber wissen Sie was? Wart. Sie tun mir richtig leid. Lecken Sie mal meinen Arsch. Das hätten Sie gern, was? So was wie Sie. Als Maulangel, ich höre dir nicht zu. Als Schachteln höre ich nicht zu. Ganz einfach weg. Lecken Sie meinen Arsch. Auf die Nerven. Lecken Sie meinen Arsch. Das hätten Sie gerne, Sie kleiner Vogel. Ich habe keine mehr. Du kleine Sie das wohl gerne. Der Piep, Piep, Piep schreit. Ja? Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Doch, du bist was Besseres, wa? Du bist ein Dreck, bist du. Leck mich am Arsch. Das hättest du gern, du kleiner Piepmatz, du. Selber Piepmatz. Locker ganz Tag Arsch am Essen. Bist du primitiv. Leute, ich ordne hiermit eine Zwangseinweisung auf eine andere Insel an. Der gehört in eine Anstalt. Lecken Sie mich am Arsch, die alte Schachtel. Sie sind doch selber verrückt. Habt ihr das gehört? Fluffy aus, komm. Kacki. Hallo. Als Maul. Hör mir zu. Als Maul. Der gehört auf eine andere Insel reicht in eine Anstalt. Warum? Was so schnell hab ich? In ins Flugzeug setzen und abtransportieren. Pass mal auf, das EP ist ja alles gut, alles schön und gut, aber wir sollten mal langsam zum Punkt kommen, ja? Ein bisschen kürzer treten, weil es grenzt schon langsam an Trollen, okay? Ja. Lass mal ein bisschen... Also das ist schon echt krass, ne? Was denn? Ja, dein RP, also das ist schon ganz fernab von RP für mich. Das ist RP. Habt ihr noch nie RP gezockt oder was? Ey Meister, ich spiele seit 2017 RP, noch länger übrigens, aber... Seit wann genau? Auf jeden Fall seit 2017. Ich seit 2016. Das ist mal richtig RP. Wir sehen jetzt gerade so, das grenzt ganz schön an Trollen. Also tu uns einfach den Gefallen. Ja, und auch, aber wir sollten auch langsam einfach, mal zum Punkt kommen. Einfach RP und nicht weil, ne, wo du da mit dem Auto wegfährst und wir haben dir zugeguckt, wie du fährst, das ist schon nicht mehr feierlich. Das ist halt ungefähr so viel RP wie Durchfahrt beim Geräteturnen, ne? Ja. Ja, Jungs, ich will kurz mich entschuldigen einmal. Bitte? Ich will mich einmal entschuldigen einfach dafür, dass ich jetzt einmal kurz nochmal auf sie drauf pisse. ja, schön auf die Glatze pissen nochmal. Ja, kann man so sagen. Ja, Meister, kriegen wir das denn jetzt hier vernünftig zu Ende oder nicht? Ja doch, tut mir leid, dass ich hier noch einmal hier hinpisse. Ja. Okay. Ey, ja, bann mich doch einfach weg. Jungs, komm, wir gehen erstmal raus. Ich halte nicht mehr auf. Lass den in deinen eigenen Pisse schlafen, komm. Bitte unterlasse das Emote zu spammen, um dich aus dem Knast zu buggen. Es hat geklappt. Ich bin verreckt. Bin bei Ihnen. Ja, Bug-Using, ne? Und Abflat. Ich wurde für Bug-Using gebannt, nach allem, was ich gemacht habe. Nur für Bug-Using? Jungs, abonniert den Zweitkanal. Yeah, da ist jetzt ein neues Video drauf. Yeah.